Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich möchte Ihnen heute nochmal ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest wünschen. Sie kennen ja die Verordnungen seitens des Bundes und des Landes. Bleiben Sie zu Hause, halten Sie sich an die Regeln, die jetzt vorgegeben worden sind. Ich weiß, dass Weihnachten eigentlich ein Fest hat mit Tradition, wo die Familie zusammenkommt, dass man gern zusammenkommt, auch Geschenke austauscht und auch gemeinsam isst. Dass man auch gerne Gottesdienste besucht, dass man auch mit Freunden sich austauscht. Aber das ist dieses Jahr leider nicht möglich. Wir müssen die Kontakte so reduzieren auf das, was wirklich nur notwendig ist. Ich darf Sie bitten, das auch für sich so anzunehmen und auch durchzuhalten. Aber ich bedanke mich auch heute nochmal ganz herzlich bei all denjenigen, die auch jetzt schon in diesem Jahr und auch jetzt noch zu Weihnachten an andere Menschen denken, die auch sich in die Pflicht nehmen, zum Beispiel bin helfen oder auch die Maske nähen oder auch die Ärzte, die Krankenschwestern, die Krankenpflege, die Altenpflegerinnen und Pfleger, die wirklich sich um den Nächsten kümmern. In unserer Stadt ist das auch sehr gut und breit ausgeprägt. Dafür darf ich mich ganz herzlich bedanken und Ihnen wirklich ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen mit Ihren Lieben in kleiner Runde. Und machen Sie das, was jeder momentan machen kann. Nutzen Sie einfach das Gespräch per Telefon oder per Skype mit dem Computer. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, wenn der Impfstoff jetzt verteilt wird und alle oder viele geimpft sind, wieder das normale, geregelte Leben in unserer Stadt und darüber hinaus wieder stattfinden kann. Vielen Dank.